Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir haben schon sehr oft über die afrikanische Schweinepest hier gesprochen, richtig, sehr oft auf Antrag der AfD. Und ich habe mir jetzt einiges hier, mitgeschrieben, was hier gesprochen wurde. Herr Striegel, seien Sie doch einfach mal ruhig, oder kennen Sie sich jetzt im Bereich Landwirtschaft auch noch aus? Die Linke sieht aufgrund unseres Antrages keinen einheitlichen Handlungsrahmen. Es sind da zu viele Ebenen erwähnt. Das hat Frau Eisenreich gesagt. Da stelle ich mir die Frage, okay, sind wir jetzt hier als Land nur für, gucken wir nur auf eine Ebene oder gucken wir auf alle Ebenen? Also ich denke, die Ministerin ist durchaus in der Lage, auf alle Ebenen Einfluss zu nehmen. Wir als Landespolitiker auch. Das ist der Grund, warum dort alle Ebenen drinstehen, Frau Eisenreich. Wenn ich bei den Linken bin, dann haben Sie zum Zaun, bin ich beim nächsten Punkt gesagt, ein Zaun bringt nichts, weil man kann den Zaun nicht so organisieren, da können ja dann trotzdem noch Schweine durch. Ja, natürlich kann ich einen Autohof nicht über die Straße abzäunen, das ist vollkommen klar. Es geht aber in dieser Frage um Risikominimierung, Frau Eisenreich. Und vielleicht rufen Sie mal in Brandenburg an, da gibt es eine rot-rot-grüne Landesregierung. Da gibt ja, da gab es... Rot-schwarz-grün. Dann schauen Sie sich mal an, da gibt es einen grünen Landwirtschaftsminister, der ist immer noch da. Und vorher gab es die Linken auch. Da gibt es diesen Zaun. Vielleicht rufen Sie den Grünen mal an und fragen, was dieser Zaun denn soll, wenn Zäune sinnlos sind. Ich sage es Ihnen nochmal, beschäftigen Sie sich mal mit dem Wort Risikominimierung. Es geht darum, dass die freien Flächen, wo die LKWs parken, getrennt sind von Maisfeld, zum Beispiel im Bitterfeld-Wolfen, wo wir in den letzten Jahren genau das gesehen haben. Also Sie haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Es geht natürlich nicht darum, Straßen abzuzäunen, aber es geht darum, das Risiko zu minimieren. Das ist der Sinn und Zweck, was wir fordern. Und wenn dann die Ministerin sagt, es sei wünschenswert, einen Zaun zu errichten, ja, mit Wünschen kommen wir bei so einer Welle afrikanische Schweinepest, wie sie in Osteuropa und Südosteuropa grassiert, nicht weiter. Da können wir uns nichts wünschen. Wir können uns alle wünschen, dass wir alle gesund bleiben und nicht vom Coronavirus befallen werden. Aber wir müssen Maßnahmen ergreifen, auch in der afrikanischen Schweinepestsituation. Und da müssen wir eben dann nach Gesetzen und Verordnungen suchen, wo wir dafür sorgen, dass alle Autohöfe eingezäunt werden. Das ist die Forderung, die wir haben. Und jetzt wurde ja auch noch von Herrn Schumann gesagt, wir müssen die Autohöfe einzäunen von der CDU. Haben Sie eben gerade gesagt, ja, dann stimmen Sie doch einfach unserem Antrag zu und fordern die Ministerin und den Minister, Verkehrsminister, mal auf, damit das endlich passiert. Nichts anderes wollen wir doch. Wir sind uns doch einig, nur Sie müssen nur zustimmen. Und wir brauchen uns nicht nur im Ausschuss immer zu unterhalten, Herr Barth. Sie haben gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, leider ist es so, dass Appelle manchmal nicht ausreichen. Herr Barth, genau deshalb haben wir den Antrag gestellt, weil eben die Appelle in den Ausschüssen und die Diskussionen nichts bringen. Wir müssen handeln. Und der Auftrag soll heute hier durch das Landesparlament gegeben werden. Das ist der Sinn und Zweck unseres Antrages. Noch ein Satz vielleicht noch zum Thema Bundesstraßen, Frau Dalbert. Es ist so, an der 183, ich nenne Ihnen ein Beispiel, Knetsch, da gibt es nicht mal Mülleimer. Und es ist auch die Aufgabe einer Ministerin, nicht nur Briefe zu schreiben und alle auf alle erforderlichen Maßnahmen hinzuweisen, sondern es ist auch die Aufgabe von Politik und Minister, auch mal Kontrollen zu organisieren. Das ist der Grund für unseren Antrag. Sie müssen auch mal kontrollieren durch die Landkreise. Das müssen Sie organisieren. Wenn Sie es nicht machen, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn wir das Risiko nicht minimieren und irgendwann die afrikanische Schweinepest hier haben. Ich bin dann... Soweit am Ende. Fragen sind ja noch. Bevor der Herr Schumann seine Frage stellen kann, Herr Reul, wir haben eine Mikroanlage hier. Ja. Ich kann durchaus auch eine soziale Perspektivenübernahme, mir passiert das auch manchmal, aber immer dran denken, wir haben eine Mikroanlage, wir brauchen jetzt sozusagen nicht den Raum von uns ganz alleine zu bescheiden. So, jetzt Herr Schumann, bitte. Vielen Dank, ja. Bitte, bitte. Wir reden jetzt aber seit 2 Jahren schon, es passiert nichts. Herr Reul, ich kann Ihre Emotionen gut verstehen. Ich weiß auch, dass die Notwendigkeit besteht, da was zu unternehmen. Aber wir bei den Autohöfen greifen wir in privatrechtliche Belange ein. Das heißt, wir müssen erst, deshalb habe ich ja gesagt, wir lassen uns im Ausschuss über Wege diskutieren, wie wir mit den privatrechtlichen Wegen dahin kommen, dass wir maximale Sicherheit erreichen können. Und wir müssen auch erstmal erörtern, welche Gelder dort möglich sind. Das ist einfach ein normaler Schritt, den wir gehen wollen. Wir sind natürlich der Meinung, dass wir unsere heimischen Bauern schützen müssen vor der ASP, dass wir unsere Wildschweine im Wald schützen müssen vor der ASP. Den Weg wollen wir gehen. Aber wir können jetzt nicht einfach per Verordnung sagen, wir zäunen jetzt alles ein und wir sagen, es wird irgendwie aus dem Gesamthaushalt finanziert. Das halte ich für etwas zu oberflächlich. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
wir wollen nicht alles einzäunen, sondern die paar Autohöfe, die wir haben in Sachsen-Anhalt. Das sind gar nicht so viele. Denn und das ist der Punkt. Und Sie können zumindest, Sie können über das Baurecht auch Auflagen erteilen, dass zukünftig alle neu gebauten, es werden nämlich immer noch welche gebaut, einen Zaun haben müssen. All das können Sie organisieren. Und in Privateigentum oder in privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen greifen Sie auch ein, wenn eine solche ausgebrochen ist. Ja, das sehen wir ja gerade am Coronavirus. Da greifen Sie auch ein. Und es gibt Möglichkeiten, wenn Sie es wollen, Zäune zu errichten. Das zeigen ja Brandenburg und Sachsen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, an Autohöfen Zäune zu errichten. Vielleicht rufen Sie einfach mal in den Ministerien da an, in unseren Nachbarbundesländern und informieren sich, wie das geht. Und schon wird das auch hier zu machen sein in Sachsen-Anhalt. Nichts anderes wollen wir. Und Sie geben uns ja allen recht, stimmen Sie einfach unserem Antrag zu und hören wir auf zu reden. Wir haben jetzt 3 Jahre geredet, jetzt müssen wir endlich handeln. Vielen Dank.